Also zumindest mit diesem Fahrzeug geht es nicht. 10 Minuten stehe ich jetzt hier. Die Heizung läuft. Die Ladung beginnt und bricht nach wenigen Sekunden wieder ab. Viele interessieren sich für ein gebrauchtes Elektrofahrzeug. Doch oft hört man Elektromobilität. Das geht doch nur mit modernen, neuen Fahrzeugen. Die alten sind zu nichts zu gebrauchen. Stimmt das wirklich? Und was ist mit den Gebrauchtwagen, die jetzt angeboten werden? Ich fahre jetzt seit einer Woche ein mehr als 8 Jahre altes gebrauchtes Elektroauto und will in der Praxis ausprobieren, wie gut das funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf meine Erlebnisse und nehme euch mit in eine Woche in den Alltag mit einem gebrauchten Elektroauto. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zum 6. Tag. Und zwar heute ist Samstag, der 30. Januar 2021. Ich sag das so deutlich an, weil ihr diese Folgen vielleicht auch irgendwann mal seht. Und es hat kräftigst geschneit, bestimmt so 6-7 cm Neuschnee. Der ist jetzt entfernt vom Auto und ich habe jetzt unter anderem 2 Kleinigkeiten vor. Hallo Nachbarn. Und fahre auch noch mal ein wenig etwas einkaufen. Und zwar diesmal auch wieder zu einem Discounter hier in der Nähe, bei dem man auch laden kann. Dort gibt es allerdings keine Schnellladestation, sondern dort gibt es eine 2x22 kW AC-Ladestation. Wo seid ihr? Da seid ihr. An denen es kein Kabel gibt. Und das möchte ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das heißt, ich habe das Typ 1, Typ 2 Ladekabel jetzt mal mitgenommen. Ich habe nämlich etwas relativ ziemlich Kurioses zu Hause erlebt, was mich ein bisschen wundert. Da muss ich mich noch drum kümmern und werde euch auch darüber informieren. Ich habe nämlich eine E-Box Smart von E.ON bei mir zu Hause als Wallbox und da funktioniert das Laden mit dem E.ON bzw. dem C0 oder dem iMiEV. Also zumindest mit diesem Fahrzeug geht es nicht. Die Ladung beginnt und bricht nach wenigen Sekunden wieder ab. Das habe ich mit meiner alten Wallbox nicht erlebt. Hier ist das allerdings der Fall. Deswegen hatte ich das Ladekabel jetzt immer am GoE-Charger dran. Das funktioniert völlig problemlos und an der E-Box Smart, da geht das nicht. Und das werde ich nochmal versuchen, nächste Woche rauszukriegen, woran das liegt. Ich gehe mal davon aus, dass es da irgendeine Inkompatibilität gibt. Und ich möchte jetzt mal probieren, das Auto an der ein oder anderen öffentlichen Ladestation mal anzustecken und zu gucken. Vom Besitzer des Autos weiß ich, dass es dort nie Schwierigkeiten bisher gegeben hat. Das heißt, es scheint fast so, als sei das so eine Problematik, die nur auf diese E-Box Smart von E.ON bzw. Innogy zurückzuführen ist. Wie gesagt, da habe ich ja auch meine Zoe immer geladen. Seit längerer Zeit jetzt schon. Auch das ging immer völlig problemlos, dreiphasig. Naja, wollen wir mal gucken. Gut, also dann werde ich mich jetzt erstmal so ein bisschen auf den Weg machen und die ersten 2, 3 Kleinigkeiten erledigen. Und anschließend werde ich mich dann vom Einkauf bzw. von der Ladestation am Einkauf. Gibt sonst noch irgendwas zu sagen? Auto war vollgeladen. Jetzt mit Heizung angezeigte Reichweite bei knapp minus 2 Grad sind 97 Kilometer. So, dann schauen wir mal. Hier ist ja was los. Hier ist ja was los. Könnt ihr mich vielleicht ein bisschen schlechter verstehen, aber es ist halt Maskenpflicht auf dem ganzen Parkplatz und da halten wir uns selbstverständlich dran. Keine Frage. Ich hatte ja selber auch schon Covid und von daher weiß ich, dass es kein Spaß ist und man sich an die Regeln halten sollte, um seine Mitmenschen zu schützen. So, dann wollen wir mal gucken, was jetzt hier passiert. Also wir werfen erstmal einen Blick auf die Ladestation selber. Habt ihr sicherlich so und ähnlich schon mal gesehen. Also eine 22 kW Ladestation hier. Hier ist der eine Anschluss und auf der anderen Seite entsprechend der zweite. Es gibt hier eine Anweisung und jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Aha, hier gibt es jetzt inzwischen auch schon die QR-Codes für die
Freischaltung der Ladung, die nämlich hier demnächst über eine App nur noch möglich sein wird. Finde ich auch ganz vernünftig, damit nicht jeder Hottentotte, so wie ich, hier einfach laden kommt und eine Stunde irgendwie hier dann rumsteht. So, also jetzt Ladekabel habe ich mir schon gegriffen. Ladeklappe. Und da muss jetzt erstmal die richtige Seite rein. Das ist die hier. Mal schauen. Moment. Es wackelt. Entschuldigung. Alles einhändig. Ist immer schwierig. So, das ist schon mal drin. Und jetzt geht's zur Ladestation. Wenn ich jetzt Pech habe, reicht das Kabel nicht. Mal schauen. Ah doch. Kabel wird reichen. So, wählen Sie den Knopf des Ladepunktes, den Sie benutzen wollen. Das mache ich doch einfach mal. Die 1, Fahrzeug mit der Station verbinden. Das ist jetzt auch passiert. Und jetzt, Ladevorgang wurde bereits einem anderen Nutzer zugewiesen. Ja, das ist leider der Fehler, der jetzt hier irgendwie öfters an diesen Ladestationen auftritt. Ich probiere es einfach nochmal. Und so wie es aussieht, hat es jetzt an der anderen Station funktioniert. Und dann gehen wir erstmal einkaufen. Ah, der Einkauf ist jetzt beendet. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier auch geladen habe. Ja, es waren ungefähr 1,3 Kilowattstunden, konnte ich gerade noch sehen, die ich jetzt hier in der Zeit geladen habe. Okay, also immerhin, es funktioniert wunderbar. Also zumindest die eine Seite hat funktioniert. Ladeklappe zu. Und ja, es kann ja auch durchaus sein, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr gekauft hätte. Ich stelle bei mir fest, sage ich ganz ehrlich, dass ich schon ein bisschen länger im Laden bleibe, wenn ich laden kann. Ja, naja, klar, das ist so ein bisschen Psychologie, die dabei ist. Aber wie gesagt, man muss es ja nicht unbedingt übertreiben. Und was ich ja ganz besonders toll finde, ist, ich habe jetzt wieder so viel Strom drin. Der Steve hatte es ja neulich auch erwähnt in seiner Serie. Falls ihr die nicht gesehen oder verpasst habt, dann schaut euch unbedingt Steves Serie an. Eine Woche Laternenparker. Und da hat das ja genauso erwähnt nach dem Motto, ja, man lädt eben das Elektroauto dann, wenn man die Zeit dafür hat, wenn das Auto steht. Und genauso habe ich es jetzt hier im Prinzip auch gemacht. Ich hätte natürlich hier nicht laden müssen. Erstmal war das Auto voll genug. Zweitens kann ich natürlich zu Hause entspannt laden. Aber auf der anderen Seite, wenn man so ein Angebot hat, wenn man niemanden stört, dann kann man das machen. Und hier bei dieser Filiale weiß ich unter anderem auch, dass sie eine sehr große Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Und von daher, warum nicht? So. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, wir sind mit den Hunden nochmal unterwegs, aber ich nehme das jetzt auch mit dem Handy auf, deswegen ist auch jetzt die Bildqualität ziemlich schlecht. Ja, wir müssen allerdings warten, beziehungsweise ich muss warten. Meine Frau steht an und kann da, wo sie rein will, im Moment nicht direkt rein, muss also sozusagen ein bisschen draußen anstehen. Und ich lasse aber jetzt einfach mal die Heizung laufen, weil ich nämlich mal gucken will, je nachdem, wie lange wir jetzt hier stehen, wie viel Heizenergie der jetzt hier im Stand verbraucht, und werde euch dann nachher auch noch mal ein bisschen berichten. Aktueller Stand ist, wir haben 67 Kilometer, da ist Anjo. Wir haben 67 Kilometer Restreichweite jetzt im Moment hier im Akku, und kann euch das ja mal zeigen. Kann ich hier umstellen? Ich muss mal gucken, ob ich die Kamera umstellen kann. Nee, kann ich nicht. Ja, wir haben 67 Kilometer Restreichweite. Wir haben 16 Balken werden angezeigt, und ich habe mal auf die Uhr geguckt und werde euch dann mal erzählen, wie das ist. Ja, ein kurzer Zwischenstand. Ich habe auch die Kamera vom Handy jetzt mal sauber gemacht, deswegen seht ihr mich jetzt auch nur ein bisschen besser, hoffe ich wenigstens. Die war nämlich ein Fingerabdruck drauf. Also 10 Minuten stehe ich jetzt hier. Die Heizung läuft auf, ja, weiß ich gar nicht, auf was die läuft. So kurz über grün, so 2-3 Klicker über diesem grün. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und es ist angenehm warm hier drin. Außentemperatur sind etwa 0 Grad. Und in dem Screenshot, den ich jetzt mal einblende, könnt ihr mal den Verlauf der Leistungsaufnahme des Heizers sehen. Das heißt, ihr seht immer, der pendelt immer zwischen ungefähr 1000 und 1800 Watt. Und so alle 2,5 bis 3 Minuten geht eine Stufe höher, und dann schaltet er wieder runter. Einen zweiten Screenshot zeige ich euch auch mal.
Da kann man sozusagen die Temperatur des Heizers erkennen. Und ja, wir haben im Moment verloren einen Kilometer von 66 auf 65 Kilometer. Also Rundungsdifferenzen hin oder her, sagen wir mal 2 Kilometer in 10 Minuten. Wenn das ungefähr sich so einpendelt, dann sind das 6 mal 2 ungefähr 10 bis 12 Kilometer, die man pro Stunde jetzt verlieren würde bei dieser Situation hier, also quasi 0 Grad. Ich finde, das hält sich in Grenzen und dazu muss man auch wissen, dass der E.ON ganz schlecht isoliert ist. Also das ist natürlich jetzt hier auch keine besonders herausfordernde Straßensituation, aber was Schlechteres habe ich jetzt hier auf Anhieb in unserem Ort nicht gefunden. Also ich will damit nur noch mal euch auch zeigen, dass auch wenn der Straßenbelag jetzt hier sehr rutschig und matschig ist, man hier problemlos mit diesem Fahrzeug vorankommt. Wir wollen natürlich jetzt die alte Dame da nicht umfahren, zumindest nicht heute. Wait a minute. Der Cesero hat ein ESP. Das ist auch sehr hilfreich, sonst bricht er nämlich sehr leicht aus. Das ist ein Heckantrieb. Und wenn man vorsichtig fährt, das sollte man ja bei solchen Witterungsbedingungen immer tun, dann kommt man also auch sicher und problemlos hier durch solche Straßenverhältnisse durch. Hier haben wir also Kopfsteinpflaster, das merkt ihr jetzt vielleicht auch, weil das Bild so wackelt. So, der passt nicht auf, der Junge. Jetzt hat er uns gesehen. Jawohl. Und ja, man braucht sich also auch nicht deswegen unbedingt jetzt hier irgendwie so einen Stadtpanzer zu kaufen. Aber das ist natürlich auch völlig klar, wer in der Gegend wohnt, bei der noch viel schlechtere Straßenbedingungen sind, der wird vielleicht nicht mit einem Citroën Cesero hier unterwegs sein, sondern der wird sich vielleicht schon ein bisschen was Besseres besorgen. Aber hier für, mein Gott, wir sind hier in Mitteldeutschland, in Brandenburg. Dass wir heute mal Schnee haben, ist sowieso ein Wunder. Sehe ich jetzt überhaupt keine Probleme. Und ansonsten, das Wetter ist ja jetzt heute nicht so wahnsinnig einladend. Einfach mal gucken, was so passiert. Und entweder passiert noch was, dann geht das Video gleich weiter. Ansonsten sehen wir uns morgen. Aber ich glaube, irgendwas wird heute schon noch passieren. Ganz ehrlich, wozu brauche ich einen Tesla? Wozu brauche ich einen e-tron? Was soll das alles? Das Auto ist super. Ich liebe es. Ich würde natürlich mit dem Cesero jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Alpentour machen mit dazu geheißten Pisten und was weiß ich was alles, aber so für den urbanen Verkehr.